Welcome back, Freunde. Es ist mal wieder Samstag, was machen wir da heute? Genau, wir basteln am Bus, wir Bus basteln und ja, und heute mal was anderes. Also heute nicht schleifen, nicht spachteln und auch nicht den Versuch zu lackieren, weil das habe ich alles hinter mir. Sondern wir wollen heute Leisten einkleben und zwar auf dem Boden des Busses, um dann in den Zwischenräumen zu dämmen und später einen neuen Boden drauf zu machen, neue Bodenplatten. Dafür habe ich hier auch schon Multiplexplatten gekauft, die muss ich noch ausschneiden. Dafür nehme ich das hier als Schablone und das benutze ich dann auch nochmal als Schablone für den PVC-Fußboden, den wir dann auf diese Platten hier kleben möchten. Aktuell sieht es bei uns im Bus so aus, ziemlich leer. Und wie ihr hört, es regnet gerade ziemlich nervig. Und deswegen kann ich auch nichts anderes machen, wie das, was ich vorhabe. Also hier die Leisten zurechtschneiden, reinkleben auf den Boden. Dann lege ich ein paar alte Reifen drauf zum Beschweren und dann fangen wir an in den Zwischenräumen zu dämmen mit Carflex, nicht Armaflex, ist aber das gleiche, nur ein bisschen günstiger gewesen in der Bestellung. Ja, und deswegen fange ich jetzt einfach mal an hier auszumessen und die Latten zurecht zu sägen und dann geht's los. Aber erst muss ich noch mal rauswischen und mit Silikonentferner das Ganze entfetten. Das ist das gute Sikaflex, mit dem ich die Latten festkleben werde, auch gut hält. Leg mal los! Wunderbar, und jetzt machen wir das Sikaflex auf und schmieren das auf die erste Latte und kleben die dann fest. Beziehungsweise wir legen sie rein und später legen wir noch was drauf, dass es auch fest wird. Okay. Hey, welcome back. Nächster Tag des Klebens und Bodenisolierens. Ich hoffe, oder ich denke, die Leisten, die wir festgeklebt haben gestern, sind fest,
sieht zumindest hier so aus. Bewegt sich nichts mehr. Wir werden jetzt hier einfach mal die ganzen Reifen wieder runter machen, die zur Beschwerung drauf waren. Und dann geht's los mit Dämmen des Bodens. Yay! Auf geht's! Jetzt haben wir gerade wieder was ganz Tolles entdeckt. Und zwar hatte ich eigentlich gedacht, dass ich 24 mal 48 Latten gekauft habe. Kann man das sehen? Hier. Und das 5 mal. Tja, gedacht hatte ich es. Aber da hat sich im gleichen Fach, und das habe ich nicht gesehen, ein 28 mal 48 mit, wie soll man sagen, versteckt. Was wir jetzt natürlich auch mit aufgeklebt haben und was einen Höhenunterschied ergibt. Und wie man so weiß, hält Sika Flex jetzt ziemlich stark. Und es würde einfach keinen Sinn machen, das rauszureißen. Und deswegen müssen wir es im Nachhinein mit einem Schleifer, mit der Schleifmaschine runterschleifen. Also 4 mm. Super, ne? Ich bin sehr begeistert heute am Sonntagnachmittag. So, und hier haben wir uns die Schneidestation für das Carflex gebaut. Und hier wird nun gearbeitet. Das erste verklebt, sieht gar nicht so schlecht aus.
So Leute, für heute sind wir fertig. Haben den ganzen Nachmittag damit verbracht, also den Sonntagnachmittag damit verbracht, hier den Boden zu dämmen und die Radkästen. Es sieht nicht so aus, als ob man dafür einen Preis gewinnen wird oder gewinnen könnte. Sieht man hier. Aber wir haben halt einfach alles das verbraucht, was wir abgeschnitten haben, ohne es wegzuschmeißen, damit wir es zwischen reinkleben können. Und es wird seinen Dienst tun, und zwar isolieren. Und mehr soll es auch nicht machen. Gerade haben wir noch gemerkt, weil wir die alten Bodenplatten drauflegen wollten, dass man da natürlich jetzt ein bisschen was wegschneiden muss. Muss ich mir auf jeden Fall merken, wenn ich die neuen Bodenplatten aus diesen Multiplex-Platten hier ausschneide. Weil klar ist, das ist jetzt hier ein bisschen dicker und da muss ich natürlich ein bisschen mehr rausschneiden. Deswegen haben jetzt natürlich auch die alten Bodenplatten nicht reingepasst. Aber gut zu wissen. Und auch hier haben wir eine Lösung gefunden dafür, dass dieser eine hier etwas höher ist als die anderen, und zwar um 4 mm. Wir werden auf die anderen einfach so Plastik-Distanzscheiben legen, um einfach das Ganze auszugleichen. Dann müssen wir nämlich nicht mehr hier drin rumschleifen, würde auch jetzt keinen Sinn mehr machen. Und ja. Und dann kriegen wir die Platten mit Sicherheit gerade drauf, ohne dass wir irgendwelche Erhöhungen haben oder es irgendwie wackelt oder sowas. Keine Ahnung. Ja, das war's für das jetzige und heutige Video zum Thema: Wir dämmen den Boden mit Carflex, nicht Armaflex, ist aber das gleiche. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, ein Like und abonniert vielleicht den Kanal und klickt auf die Glocke, die Bimmelglocke. Dann kriegt ihr immer eine Info, wenn es ein neues Video gibt zum Thema Campervan-Ausbau. Macht's gut. Peace.